Videomanipulation mit künstlicher Intelligenz. Grund zur Panik wegen erhöhter Desinformation und Fake News Potenzial oder eine tolle Chance für die Medienpädagogik und die Bildungsarbeit. Darum geht's in diesem Video. Bleibt dran, bis gleich. Vor ein paar Tagen habe ich ein Video über das KI-Tool HeyGen veröffentlicht, womit ich ein bestehendes Video in deutscher Sprache per KI in englische Sprache übersetzen kann. Hier nochmal der kurze Rückblick. Und ja, habe jetzt hier einfach die Möglichkeit, bestehende Videos, die ich habe, hier reinzuziehen. Und dann wähle ich hier unten noch die Sprache aus. Dann klicke ich auf Submit. Und schauen uns gleich das Ergebnis an. Viel Spaß. AI's development, including in education, brings new possibilities and discussion material. This is relevant with the service I want to introduce today, which leverages AI. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, das Ganze jetzt mal sacken zu lassen. Und es stellte mir jetzt die Frage, inwieweit kann ich denn diese Audiospur überhaupt austauschen? Also muss das unbedingt meine eigene Spur sein, Audiospur sein, die dort übersetzt wird? Oder wie funktioniert das denn jetzt auch mit anderen Audiospuren? Und deswegen habe ich mir jetzt mal mit einem anderen KI-Tool einfach mal mit einer ziemlich coolen, rauchigen Stimme einen Text generieren lassen und habe diesen im Videoschnittprogramm unter meine Videospur gesetzt, das gleiche Video wie beim letzten Mal, und es auch von HeyGen verändern lassen. Schaut mal rein. Die Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und hat tiefgreifende Auswirkungen auf alle Bereiche unserer Gesellschaft. In einem nächsten Schritt habe ich meine Tochter mal hier ans Mikrofon gelassen und habe sie auch bei was sprechen lassen und das gleiche Spiel, Audiospur ausgetauscht, bei HeyGen hochgeladen, ins Deutsche übersetzen lassen. Und was dabei herausgekommen ist, ist das hier. Meine Damen und Herren, hier spricht Tobias Albers Heinemann und nicht seine Tochter. Wirklich. Ich schwöre. Jedenfalls verkünde ich stolz, dass meine Tochter ab sofort mehr Taschengeld, WLAN-Zugang und einen eigenen Netflix-Account bekommt. Danke. Ja, es ist irgendwie total seltsam, sich selbst so manipuliert zu sehen mit einer Stimme, die einem nicht gehört, aber mit der gleichen Lippenbewegung. Und da stelle ich mir natürlich auch schon die Frage, also ja, wo ist denn eher so das höhere Potenzialrisiko vor Desinformation, medienpädagogische Chance? Aber ich glaube, genau das ist ja auch ein toller Ansatzpunkt, um einfach auch die aktive Medienarbeit zu stärken und einzusteigen, weil ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass wer sich in einer digitalisierten Gesellschaft auch ja eigenverantwortlich bewegen möchte, der muss sich ihn ja auskennen. Und das bedeutet natürlich auch eine Auseinandersetzung mit solchen Themen, auch zu verstehen, wie funktionieren Medien, damit ich einfach auch kritisch mit Inhalten umgehen kann, von denen ich ja umgeben bin. Also ich kann eine mediale Umgebung ja nicht mehr ausblenden oder sie leugnen oder sie ignorieren. Also von daher muss ich ja auch in irgendeiner Form konstruktiv lernen, mit ihr umzugehen. Und ja, zumindest meine Tochter, die weiß jetzt auch, wie einfach solche Deepfakes oder solche Fakes gemacht werden können, und wird auf jeden Fall bei dem nächsten Video, was ihr ein bisschen seltsam vorkommt, dann auch mit einem anderen Auge hinsehen und einem anderen Ohr hinhören. Ich hatte eingangs die Frage gestellt, entweder oder, Angst, Potenzial für Desinformation oder medienpädagogische Chance. Ich glaube, da gibt es kein entweder oder, das ist beides. Also wir müssen auf jeden Fall diese Chance, die sich daraus ergibt, für die kreative Medienarbeit nutzen, aber uns natürlich auch Gedanken machen, wie wir Desinformation vorbeugen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten über eine Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten, was weiß ich, was es noch alles gibt. So ganz genau weiß ich es
du mich ja auch noch nicht. Und genau da möchte ich gerne mit euch nochmal in die Diskussion einsteigen. Lasst uns einfach mal in den Kommentaren oder so mal diskutieren, wie wir auch in der Bildungsarbeit damit umgehen, wie wir uns eine, ja, wie wir uns Regularien, wie wir uns Regeln und ja, vorstellen können, mit solchen Technologien umzugehen und wie wir aber auch konstruktiv die Möglichkeit nutzen können. Da bin ich total gespannt drauf und freue mich auf eure Antworten. Von daher erstmal alles Gute und bis bald. Tschüss.